Und herzlich willkommen zum Total Rugby Interview hier aus Lyon. 30 Grad, Bombenwetter. Wie war eure Anreise? Die Anreise war gut. Wir haben leider ein bisschen Verspätung gehabt mit dem Flugzeug, aber sonst hat alles gut geklappt. Wir sind jetzt hier gut angekommen, hatten die letzten paar Tage ein super Wetter in Heidelberg, konnten uns also ideal vorbereiten. Sehr schön. Wie würdest du im Allgemeinen die Vorbereitung, beim Stichwort Vorbereitung, wie würdest du die Vorbereitung im Allgemeinen der deutschen Siebener Mannschaft dieses Jahr bezeichnen oder beurteilen? Ich glaube, es gab selten so eine gute Vorbereitung wie jetzt. Also die Jungs haben eine Menge Freizeit geopfert. Wenn man überlegt, dass der Großteil von dieser Truppe 6-7 Mal die Woche trainiert hat, morgens um 8, jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Sie haben also wirklich sehr viel Zeit geopfert. Und ich sag mal, unter den Voraussetzungen, die momentan in Deutschland gegeben sind, ist das Optimum. Mehr kann man nicht machen. Wir sind halt alles Amateure und wir sind halt darauf angewiesen, dass die Spieler quasi sehr, sehr viel Freizeit opfern. Würdest du mir also zustimmen, dass der Schritt mit dem 7er Rugby Richtung Olympiade 2016 auch beim DRV angekommen ist? Ich sag mal, auf jeden Fall in dieser Truppe, die wir jetzt haben, da ist es sicherlich angekommen. Die Rahmenbedingungen, die momentan da sind vom DRV und auch so drumherum, sind natürlich noch nicht ganz so optimal. Aber ich sag mal, bei den Spielern ist es auf jeden Fall angekommen, beim Management und Trainerstab auch. Wir geben das, was wir geben können. Es ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, weil wir sind halt alle keine Profis. Der Großteil muss studieren oder muss 39 Stunden die Woche arbeiten. Da ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben. Sehr gut. Und in welche Richtung würdest du die allgemeine Entwicklung der Jungs beurteilen, beziehungsweise wo siehst du die Jungs morgen bei dem ersten GPS-Turnier in 2013? Also sie sind super vorbereitet, sie sind super motiviert. Wir haben alles getan, was wir machen konnten. Wir haben die letzten 2-3 Tage uns die Russen, die Schotten nochmal sehr intensiv angeguckt, weil das unsere ersten beiden Gegner sind. Wir hatten das Glück, dass wir genug Videomaterial von denen hatten. Den Vorteil, den wir haben, ist, dass die Russen und die Schotten sicherlich kein Videomaterial von uns haben. Also wir kennen unsere Gegner ganz gut. Wir wissen, wo sie stark sind. Wir wissen, wo sie schwach sind. Wir haben uns auf das erste Spiel gegen Russland sehr gut eingestellt und das wird schon. Super, dann schon mal vielen Dank hierfür. Wir wünschen euch und den Jungs morgen ganz viel Erfolg. Übermorgen natürlich auch. Und wir werden uns im Laufe des Wochenendes bestimmt nochmal sprechen. Danke, Rainer. Ja.